meine Gefühle sind einfach Nummer eins, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, für, wie die Spieler gespielt haben, wie die gekämpft haben, mit wie viel Herz die rein ins Spiel gekommen sind. Mit Cleverness, mit Leidenschaft, ich bin Nummer eins dankbar. Wann ich war jung und habe das geguckt im Fernsehen in Island, das war immer mein Traum und jetzt kann ich das spielen und ja, ich bin sehr froh. Also ich habe gehofft, ich könnte also viel besser spielen wie letztes Spiel. Das war nicht gut genug für mich und ja, mit Abwehr auch, dann war es auch viel besser. So, das war so eine Kombination, das Abwehr steht unglaublich gut von Anfang an und dann ist ja viel einfacher für mich auch. Niklas natürlich im Tor war sensationell, das war ein Erlebnis. Aber diese zwei Dinge waren natürlich unglaublich gut und dieses Spiel schon so auf sehr hohes Niveau von Handball hier. Ich bin auch sehr dankbar für die fantastischen Zuschauer, die waren hier heute und waren mit dabei von Anfang an. Eine unglaubliche Atmosphäre. Ich war nach dem Spiel fix und fertig. Ich glaube, der letzte Angriff von Kielce hat gefühlt 5 Minuten gedauert für mich und es war so eine Anspannung. Die Zuschauer haben das natürlich auch noch, haben uns super unterstützt und das war wirklich ein sehr, sehr emotionsgeladenes Spiel. Wenn man das von draußen anschaut, ist es nicht einfach. Er hat mir sehr viel motiviert für das Spiel und wir haben zusammen geredet wegen der Torwand und was die besten Würfe von ihm und so. Er hat mir sehr viel geholfen heute und er ist super Typ. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie er gespielt hat und wie die ganze Mannschaft. Also ich habe nie in Viertelfinale gespielt, so ich freue mich richtig.